Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. Episode 5. Das Imperium schlägt zurück, was bisher geschah. Das Imperium trug auf Hoth den Sieg davon. Han Solo, Leia Organa und Chewbacca flohen im Millennium Falcon, doch so schnell wurden sie das Imperium nicht los. Ohne funktionierenden Hyperantrieb und mit Sternzerstörern auf den Fersen wurden die Pilotenfähigkeiten von Han und Chewbacca gehörig auf die Probe gestellt. Aber nach dem Rosalflug war das doch ein Kinderspiel. Han konnte ihnen entwischen und in ein Asteroidenfeld entkommen, wo er schließlich versuchte, sein Schiff auf einem besonders großen Asteroiden zu verstecken. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lego Star Wars die Skywalker Saga. Wir befinden uns, wie eben gesagt, noch in Episode 5. Ja, und jetzt müssten wir eigentlich mit Luke weitermachen. Und das ist richtig. Gucken wir mal, wo es hingeht. Was ist das? Ah, endlich antwortet jemand auf meinen Notruf. Ich sitze schon eine ganze Weile hier fest. Ich wollte gerade Leute, die vom Imperium flüchteten, nach von 4 bringen, als der Antrieb plötzlich umgesickt hat. Den Antrieb kann ich reparieren. Aber wenn uns das Imperium hier angreift, sind diese Leute erledigt. Du musst sie nach Yavin 4 bringen und zwar schnell. Kriegst du das hin? Machen wir. Zeig mal, da oben fliegt so schnell wie du kannst nach Yavin 4 und lass dich nicht vom Imperium abschießen, wäre schade drum. Warum fliege ich denn die ganze Zeit im Kreis? Mache gar nichts. Können wir ihn hier allein zurücklassen? Ich mache mir mehr Sorgen über uns in dieser Kiste hier. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich müsste mal wohin. Den nehmen wir natürlich mit. Lassen wir uns gar nicht lumpen. Wo müssen wir jetzt hin? Wo ist denn Yavin? Wo muss ich über die Galaxiskarte machen? So, fliegen wir erstmal hin. Machen wir so einen kleinen Zwischenauftrag mal. Ist auch spannend. Vielleicht nicht, aber. Ist. Wieso Achtung? Wo ist die Kiste hin, frage ich mich eher. Jetzt echt scheiße mit der Maus zu lenken. Wo sind sie denn? Da ist einer. Noch zwei Stück. Ist noch gar nicht. Also, im Prinzip ist dieses Fliegen übel geil, so von der Dings, aber mit dem. So, ich kann jetzt auch. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Wo ist er denn? Haben wir doch. Wo ist jetzt die Kiste? Wo ist der Planet? Ach so, jetzt geht's weiter. Hä? Was ist das denn? Was ist jetzt? Die Kiste ist doch weg. Was heißt denn Achtung? Mit zwei Ausrufezeichen davor und zwei danach. Ich bin raus. Ich bin getroffen.
Wo sind die denn alle? Das wäre schuld, wenn er in meine Schüsse reinfliegt. Irgendwie, warum, wenn da jetzt wieder Achtung steht? Ja, was ist das für eine schlechte Nebenmission? Hätte ich doch nicht annehmen sollen. Muss ich wahrscheinlich wieder irgendwelche ausschalten, ne? Naja. Und jetzt habe ich auch irgendwie die Box wieder. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich bin gerade so am übelst upturn, ne? Turn up. Zum Glück bin ich so ein exzellenter Pilot. Und die sind so scheiße. Gott. Mir wird gleich schwindelig hier. Ja, ich schon gut angehittet, aber zwei. Da ist schon mal der erste. Und da ist der zweite. So, und wenn das jetzt nochmal passiert, ne? Dann bin ich aber sauer. Noch kommt keine Achtung. Aber bitte. Ja, da gibt's ordentlich Münzen drin. Ich kann einfach die Raumschlacht quitten. Und die Kiste ist übrigens weg.
Also sie, ganz schön weit. Und so, ja. Warum ist sie jetzt da oben? Partymäßig abturnen. So, haben wir hier. Ich will hier nach Dagobah. Aber ich mal, ich soll erstmal das hier machen. Gut, dann machen wir das schnell und dann geht's nach Dagobah. Yoda kann auch ein bisschen warten. Schon 20 Jahre gewartet, also noch mehr. Ach, da haben wir noch mal sowas hier. Das mag ich ja. Super. Scheiße. Gewastet. Siege den Feind. Oh, ist mein Mate. Mal passieren, finde ich. Da kommen noch welche. Achso, es gibt mehrere Raumschlachten hier. Ich weiß nicht, was der weiße Punkt bringt. Muss ich da hinziehen? Ja. Okay. Kann man sich denken, aber vielleicht auch nicht. Wo sind sie denn? Achso, das sind die falschen. Kugel drückt und nicht Boost. Okay, so ein Raumschlag, ne? Ist ja auch der Wahnsinn. Wo haben wir denn hier noch welche? Unten links ist irgendwo noch einer. Der da. So, nächster Raumschlag. Da hinten hin. Wir wollen nur einen. Jeder. Wo ist denn der? Ey, das ist ja verwirrend. Der hinter mir? Müsst ihr mir doch sagen, wenn der hinter mir ist. Ich bin in meinem Team, mit dem wir mal ausscheiden können. Ich hätte hier Kontakt mit irgendeinem aufnehmen müssen.
Wer hat mich? Mich hat niemand, denn mir wird das immer angezeigt, wenn du mich hast. Dann weiche ich schnell aus. Hat mir Obi-Wan, glaube ich, beigebracht. So, jetzt nehme ich aber Kontakt hier mit Hans-Peter auf. Kann er nicht näher ran? Aber es ist also geschafft. Gut gemacht. Den Motor konnte ich im Nu reparieren, sobald ich nicht mehr von den Überlebenden vollgelabert wurde. Ich weiß, es war gemein. Wir haben viel mitgemacht. Sehen wir zu, dass sie auf dem Planeten eine neue Heimat finden. Danke für deine Hilfe. Dein Ding, ja. Jetzt gehen wir erstmal nach Dagobah. Zu Yoda, der wartet ja schon. Ab nach Dagobah. In den Planeten rein mit dem Überraum. Ist auch immer wichtig. Wie, jetzt kommt Achtung. Obi-Wan sagte, wir würden auf Dagobah einen Jedi-Meister namens Yoda finden, der mich ausbilden könnte. Den Stein nehmen wir noch mit. Gehen wir mal hin, Meister Yoda. War ganz schön lange. Wie ich Geschichte fortsetzen. Ach du Gute, was ist das für ein Fliegevieh? Bitte etwas vorsichtiger. Er soll vorsichtiger sein. Du bist doch da. Das ist bestimmt völlig ungefährlich. Es wird dunkel. Wir sollten unser Lager aufschlagen. Wo ist jetzt unsere Ausrüstung? Na toll. Ich werde hier unsere Ausrüstung. Sehen wir uns mal um. Was ist da hinten? Hoffentlich hält das die Insektoiden ab. Und was sonst noch da draußen so lauert. Den hab ich doch wen gesehen. Ein Maustroide. Das ist ja ein schöner Ort hier. So, geh schlafen ist die Aufgabe. Und wir gucken uns hier noch ein bisschen um und dann in der nächsten Folge gehen wir pennen. Zum Beispiel, was ist das hier?
Da hoch. Ein Trick vielleicht? Probier. Ich glaube, man müsste das da unten irgendwie zusammenbauen zu so einer Stange, sich da ranhängen. Dann zum nächsten springen, aber es geht irgendwie nicht. Ja, dann gucken wir noch mal kurz. Ah, guck mal, da hätte ich eben schon rüber gekonnt. Ich Profi. Aber auch. Dann sollen wir hier hin. Dann wir hier hin. Dann können wir nämlich hier rüber. Warum hat er sich da nicht festgehalten? Das möchte ich jetzt noch schaffen. Hochklettern. Aber hier rüber? Wie kommt man da rüber? Das check ich noch nicht. Wieder hoch? Ne. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß auch nicht. Da kommt man dann hin, ne? Da ist irgendwo ein Steinchen. Probier noch einmal da zu springen. Jetzt gehen wir zurück und machen dann in der nächsten Folge weiter mit Yoda. Da gehen wir schnell zurück hier. Dann sind wir auch schon. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's mit der Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Haut rein. Ciao, ciao.